Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Projekt 2000 Ostdeutschland. Wir sind hier an der Lufthansa-Maschine, in die wir doch glatt mal einsteigen. Und zwar machen wir jetzt erstens einen Mitflug von Prag nach Berlin. Mit der Lufthansa, was ist das? A320 oder sowas? Ich glaube ja. Da hinten fliegt sogar noch ein Flugzeug gerade an, wie man sieht. Ich weiß nicht, ob das auch eine Lufthansa-Maschine ist oder ob es einer von der tschechischen Airline ist, die nach Leipzig fliegen. So, da ist noch eine weitere Lufthansa-Maschine. Ich glaube, die haben sich ein bisschen aufgestaut hier. So, und jetzt dürfen wir wahrscheinlich gleich, also ready for takeoff, und dürfen gleich, jetzt haben wir schon die Turbinen, wie sie angehen, jetzt dürfen wir gleich abheben Richtung Berlin. So. Warum BBI? Da muss ich BER noch hinschreiben. Da habe ich mich vertan. Der Flughafen heißt BER. Ich habe BBI gedacht wegen Berlin-Brandenburg International, aber der heißt BER. So, hier rechts ist das Elbtal. Ich weiß, das Rheintal gesagt. Wir fliegen wahrscheinlich über Dresden rüber, das wir gerade vor uns sehen. So. Ich glaube, wir fliegen Dresden. Was wir auch nochmal umbauen wollen, später links liegt Riesa. Finde ich auch, ich mag das irgendwie, diesen Mitflug zu machen hier. Und er schaltet die Maschinen ab. Warum das denn? Gleich schon Landeanflug? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ist nicht so lang, aber ein bisschen was ist da schon, was man da fliegen muss. So, da rechts ist der Flughafen, man sieht ihn schon. Wir sind schon im Landeanflug. Was ist das? Was ist das denn hier? Frage ich mich gerade. Okay. Was ist das? Komisch. Wir werden es gleich sehen auf der Map, was es genau ist. Hier haben wir unseren Landeanflug. Landen wir ganz rechts, ja, ne? Das ist, glaube ich, die Landebahn und die anderen beiden sind Startbahnen, soweit ich weiß. Einmal speichern während des Fluges. Und dann, wie gesagt, möchten wir uns in dieser Folge um den Flughafen kümmern, um den BER. Den werden wir anschließen. Ja. Mit einer Autobahnanschluss und so. Wir haben ja in der letzten Folge die A10 weitergebaut. Die ist ja fast fertig. Jetzt habe ich gedacht, bauen wir hier noch den Flughafenanschluss und sowas für die A10. Und dann bauen wir, vielleicht schaffen wir auch noch den restlichen Abschnitt der A10 zu bauen, sodass wir den Autobahnring schon mal fertig haben. Dass wir dann in den nächsten Folgen den S-Bahn-Ring bauen können. Nächste Folge ist ja die 50. Folge. Da muss ich mir auch mal überlegen, was ich mache. Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe so ein paar Ideen. Aber das wird erst nach dem Urlaub sein. Das ist ja noch Urlaubsvorprogramm oder Voraufnahme. Um ein paar Videos für euch zu haben, wenn ich weg bin. So. Sind wir hier gelandet, können auch gleich mal anlegen. Anlegen hätte ich fast gesagt, das ist kein Schiff. Andocken heißt das, oder? Wenn die an die Gates, sind das die Gates? Ja, genau, die Gates. Ranfahren. Wie gesagt, nicht der größte Flugzeugexperte. Finde ich trotzdem spannend, aber nicht der größte Flugzeugexperte. Dann haben wir, wie gesagt, einige von den Gates. Das ist ja auch ein Riesenflughafen. Da werden wir auch einige Linien noch fliegen lassen. Später. So, dann würde ich sagen, steigen wir aus.
Und natürlich ist noch keiner dran, weil wir den Flughafen noch gar nicht richtig angeschlossen haben. Dieser Bahnhof hier allerdings, den wir hier jetzt hier gebaut haben, der kommt weg. Der wird umgebaut. Den werde ich ganz anders anlegen. Finde ich so unschön, wie wir ihn bisher haben. So. Da brauchen wir nämlich eigentlich, müssen wir jetzt die ganzen Gleise hier schon mal legen. Wir brauchen hier ein Autobahnkreuzgleis. Dann können wir schon mal anfangen. Jetzt können wir nämlich schon mal die Musik anschalten hier. So, zack. Und dann können wir hier mal ein paar Autobahnkreuz sogar hinsetzen. Denn hier hinten ist das die A13, die bis Dresden geht? Ich glaube ja. Die A13 geht irgendwie bis Cottbus oder so, oder keine Ahnung, irgendwie so geht die. Eine geht auf jeden Fall Richtung Dresden, die werden da auch nachbauen, die Autobahn. Deswegen werde ich jetzt hier ein Autobahnkreuz gleich hinsetzen. Ein Kreuz bitte, genau. Dass wir die unteren nehmen, genau so, dass wir hier die höheren nehmen und da die unteren Spuren, das passt. Ich würde sagen, hier so, dass wir dann den Flughafen auch, wie gesagt, noch einigermaßen wirklich anbinden können. So. Oder ein bisschen weiter nach links. Dann hätten wir nämlich. Hier bräuchten wir auch noch ein bisschen Platz. Nee, ein bisschen ein Stück nach links. Das Problem ist, dass wir ja dann langsam ein Problem damit bekommen, dass wir so hoch sind hier. Da müssten wir wieder so eine extreme Rampe bauen. Für die Autobahn ist auch ein bisschen doof. So. Sehr schön. Perfekt. Dann würde ich sagen, bauen wir das hier so ran. Möglichst so weit hier, genau. Das ist aber ein bisschen. Ich will nur ein bisschen Platz haben, damit ich dann noch so eine Auffahrt bauen kann. Also so, es ist so ein bisschen. Ich würde sagen, hier. Wir probieren mal, gucken mal, wie es aussieht, wenn wir jetzt hier runtergehen mit der Autobahn. Ich glaube, das wird zu steil. Das wird mir nachher nicht gefallen. Ich sehe das schon. Geht aber, ist in Ordnung. Weil wir hier höher liegen mit der Strecke, das ist gut. Dann können wir nämlich hier auch schon überlegen, ob wir hier ein Autobahnkreuz hinsetzen. Ich hätte jetzt nämlich überlegt, ob ich hier dann so ein Kreuz hinsetze, ein Dreieck, nicht ein Autobahnkreuz, sondern ein Dreieck. Und dann hier sozusagen diese Flughafeneinfahrt so ein bisschen nachbaue, so wie ich mir das überlegt hatte. Wir können ja damit mal anfangen, dann wissen wir, wie es aussieht nachher. So, die haben ja meistens so zweispurige Strecken, wo man oben und unten fahren kann. Sowas schon in der Richtung, würde ich sagen. Mal probieren, ob wir das hochsetzen können. So, dass wir hier so rangehen und dann direkt hier hochgehen. Ein Stückchen noch nach hinten. So, genau. Vielleicht so. Ja. So will er jetzt keine Brücke bauen, leider. Schade. Kann er keine so eine flache Brücke bauen? Das wäre natürlich schön. Ich probiere das. Ich weiß nicht, ob wir es so hinkriegen. Das müssten wir mal schauen. Aber ich probiere es mal. Oder wir machen das nie. Ich habe eine bessere Idee. Ich weiß, wie ich es mache. Das könnte, wie gesagt, noch ein bisschen Schönbau jetzt hier bedeuten. Ein bisschen längeres Rumprobieren. Wo haben wir denn diese Spezialdächer für die eigentlich für neue Bahnhöfe gedacht sind? Wir hatten ja Bahnhofsdächer, die ich schon mal verwendet habe. Wir haben natürlich diese runden, die wir in Leipzig verwendet haben. Aber wir haben auch so welche, die wir auf jeden Fall noch in zum Beispiel in Kassel-Wilhelmshöhe verwenden werden. So Flachdach, so ein Flachdach. Das suche ich. Kriegen wir das nicht niedriger? Das ist mir fast zu hoch. Das ist mir viel zu hoch. Obwohl. Höhenmeter 0. Wir kriegen es. Ach, hier ist Minus. Ah, okay, gut. Sehr schön. Minus 10. Ja, nee, ein bisschen höher muss es schon.
muss auf dieser Höhe ungefähr von dem Dach sein. Wir das so machen, so ein bisschen höher noch gehen, ja. Ja, so könnten wir es machen. Dann würde ich sagen, bauen wir, na, wir müssen nicht nur ein Feld, wir sollen mehr Felder bauen. Ja, sehr schön. Dann nehmen wir hier Felder links, na, 8 Felder, das ist gut. Und quer 3 oder 4 oder sowas. So. Problematisch ist nur, wir wollen ja dann eine Straße ran vorbeiführen, aber wir müssen die Straße dann hier ran vorbeiführen. Okay, wir können noch einen. Wir gehen auf 3. So. Ja. Nee, wir werden nochmal ein bisschen in die Mitte gehen. Ich möchte nämlich, dass diese Straße hier so mittig ist. Ist das dann mittig? Müsste, ne? Was vor dem Gebäude drin. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Gebäude reinragen. Wir können ja eigentlich auch noch mal daneben sitzen. Ganz einfach, um dann das nochmal die bessere Position zu finden. Nee. Eins von den beiden. Ja gut, das eine ist nach links, das andere ist nach rechts versetzt. Im Endeffekt ist es egal. Das kriegt man noch gerade hin. Mitte. 4-4 passt. Vom Abstand her passt es auch. Gut. Noch ein Stückchen nach. Jetzt hat er natürlich alles wieder umgesetzt. Ah. Manchmal ist das schon ein bisschen. Ich hoffe, dass jetzt nicht im Gebäude drin sitzt. Sitzt es eigentlich aber schon. Mal gucken, wie das aussieht. Ich finde das sogar ganz gut hier von der Kante her. Guck mal. Ja, es ist so ein bisschen rüberragend. Hier geht schon ein bisschen rein in der Kante, aber ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht zumindest so aus, als würde es zu einem Gebäude gehören, finde ich. Und das ist wichtig für mich. Wir brauchen jetzt eine Hochstraße eigentlich. Die hoch ist aber nicht ganz so hoch. Wir können ja eigentlich hier erstmal ansetzen. Kann ja der Rest dieser Rampe wieder wegreißen. Die ist ja nur, um die Höhe zu bestimmen. Der will trotzdem noch auf eine Brücke. Wie hoch willst du denn, musst du denn auf eine Brücke zu gehen? So, wir müssen mal gucken, dass wir die richtige Höhe für die Brücke hinkriegen. Vielleicht ein bisschen runter hier. So wäre die Höhe gut. So ist sie gut eigentlich von der Höhe her. Gucken, ob ich jetzt macht, wenn ich jetzt gerade baue. Nee, einfach nur. Ah, nee, er geht da schon runter. Er geht da noch weiter runter. Schade. So, und jetzt vielleicht? Ne, er will wieder hochgehen, sonst kriegt er diese Brücke nicht hin. Ah, das ist natürlich wirklich eine Rumprobiererei hier. Ne, das. Ja, sehr interessante Rampe hier. Muss ich schon dazu sagen. Ist das zu hoch? Was ist denn eigentlich für eine komische Kurve drin hier? Würde sagen, sogar fast zu hoch. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht hinkriegen, dass wir diesen. Wir bauen jetzt mal die untere Straße, dann können wir es, glaube ich, abschätzen, ob wir es hinkriegen, so wie ich mir das gedacht habe. So. Untere Straße. Ich würde ja ein bisschen die Bäume weg haben, ich weiß nicht, obwohl, doch passt schon zum Flughafen. Komm, ein bisschen grün am Flughafen kann auch nicht schaden. So. Ich wollte mir das Originalbild nochmal angucken. Okay, das geht dann hier wieder zusammen. Okay, gut. Also vom Dach her passt es wirklich, finde ich. Das ist wirklich fast das Originaldach. Nur, dass wir natürlich
eigentlich Gebäude hinunter sind und nicht das. Wohl könnten wir eigentlich auch darstellen. Guck mal, ich habe eine Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt kommt ganz experimentelles Gebaue hier. Aber probieren geht über sich denken, das funktioniert eh nicht. Vielleicht sieht es nachher gut aus. So. So was vielleicht? Nein, das soll ich eigentlich nicht. Suche Bürogebäude, Baustein, Dorfgebäude, Logistik, Hafen. Hafen. Ja, wie gesagt, so Sachen könnten wir auch nochmal setzen. Aber das würde eher nach Hamburg passen. City-Gebäude, nein. Bundestag. Wie gesagt, kommt noch Bundestag und so. Ich suche jetzt eigentlich sowas. Sehr schön. Wir können aber nur 2 oder 4 Stockwerke, das ist doof. Jetzt hätte ich das hier so rangesetzt und hätte dann einfach so geguckt, ob das irgendwie passen würde. Ich vermute aber nicht, dass das es wird. Nee, leider nicht. Schade. Ein Parkhaus wäre schön. Wir haben noch ein Parkhaus irgendwo. Ne, das müsste ich eigentlich auch nochmal. Ja, es gibt ein Parkhaus in dem Spiel. Das müsste ich dann nochmal schauen, ob ich das irgendwie installiert kriege. Bausteine, da haben wir es. Das habe ich gesucht. Das passt sogar von der Höhe her. Krass. Baustein 1, Höhe, Baustein passt. Segment, schräge. Ah, okay. Wenn wir das so hier ranbauen. Wir nehmen mal die Straße nochmal wieder weg. Dass wir so hier ranbauen. Das passt. Nicht ganz, aber ich finde schon. So, komm. Mal ein bisschen gerade machen hier. Die Landschaft wieder. Dann nochmal probieren. Nein. So. Ich weiß nicht, ob das nachher komisch aussieht. Ja, gar nicht mal so schlecht. Wenn wir jetzt hier so einen Flughafen Eingang darstellen wollten. So. Dann so. Hätte ich so gesagt hier. Nee, dann haben wir das hier rausstehend. Ich will eigentlich möglichst viel Seiten mit Fenster haben. Aber hier, aber gut, dann geht das nicht anders. Dann machen wir das hier nochmal. Kriegen wir noch so ein Teil daneben. Anscheinend nicht. Schauen wir mal eben, wenn wir das ganz gleichmäßig hier machen. Geht das so ganz gut aus. So. Perfekt, hier geht es sogar auch. Sehr gut. Dann können wir hier auch noch mal ran. Jetzt müssen wir nur ein bisschen genauer abschätzen. Vielleicht werde ich es nachher auch alles wieder wegnehmen. Vielleicht war es völlig umsonst, es hier zu bauen. Aber mir gefällt das, wenn das so der Eingang des Flughafens ist, rein theoretisch. Hätte ich gedacht. Und da könnte man nämlich die Straße hier oben ran vorbeiführen. Das sieht so aus, als würden die hier. Hier sind aber keine Türen und so, ne? Ah, sieht auch irgendwie doof aus, finde ich. Baustein 2. Nee, das bringt alles nichts. Wir können hier richtige Hochhäuser bauen, wenn wir Lust haben. Das ist schon cool. Wohnplattenbau. So, wie gesagt, das brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, ehrlich gesagt. Ich überlege es mal, ob ich es so lasse oder ob ich es wegreiße. Ich werde es erstmal so lassen. Von außen sieht es gar nicht so schlecht aus, finde ich. Das Flughafengebäude. Und dann würde ich, wie gesagt, gerne diese Brücke hier haben, um diesen sozusagen das anzudeuten mit diesem Zugang. Müssen wir direkt daran. Der Vorteil ist, wir können hier direkt in das Gebäude reingehen. Das bergt keiner. Wenn es hier so weitergehen würden, rein theoretisch.
Das ist hier natürlich viel zu hoch in dem mittleren Abschnitt, aber es ist so schwer, gerade Strecken zu, gerade Brücken zu bauen hier in Transport Fever. Das ist wirklich schade. So. Vielleicht auf der Höhe bleiben können, wenn wir das hinkriegen. Ja, guck mal, vielleicht geht's sogar. So. Wir probieren mal auf der Höhe zu bleiben. Es ist trotzdem hier noch so ein Auf und Ab. Schade. Guckt euch das mal an. Das ist total. Mann, das stört mich immer so. Vielleicht mal jetzt gerade bauen. Das wird auch hundertprozentig wieder irgendwie schräg oder so. Dass es in der Mitte ein bisschen hoch geht. Es ist halt überhaupt nicht gerade. Das ist halt wirklich unschön, finde ich irgendwie. Da können wir erstmal das so weiterbauen und können dann das später nochmal wieder korrigieren. Könnt ihr mal echt mal von mir in die Kommentare schreiben, was ihr von meinem Bau, meine Bauarbeiten hier haltet. Nein, ich möchte schon bei dieser modernen Brücke bleiben, auch mit diesen Stelzen, die gefallen mir schon ganz gut. Dann gehen wir halt wieder hier runter. Normalerweise ist es eine Einbahnstraße, aber das können wir natürlich schwer darstellen. Dann gehen wir hier lang, genau. Hier noch ein Stückchen hier und dann würde ich sagen, das reicht aber auch, sonst haben wir nämlich keinen Platz mehr, nachher die Autobahn hier vernünftig anzuschließen. Na, wir wollen das schon gerade haben. Jetzt kommt wahrscheinlich das nächste Problem, macht das nicht gerade. Ja. So, ja, passt, okay. Vielleicht so, ja, komm, wir machen mal bis hier, genau. So. In die Mitte würde ich gerne das Parkhaus reinsetzen. Dann gehen wir hier wieder runter. Oder wir setzen das durch eine zweispurige Straße. Das würde eigentlich fast reichen. So breit sind die Straßen eigentlich gar nicht. Das sind die unteren Straßen, die dann so breit sind. Eher die Zugangsstraße, Ausfallstraße hier so. Nee, die bitte gerade bleibt. Dann würde ich sagen, bauen wir hier direkt das Autobahnkreuz ran. So. Müssen dann natürlich auch was mit den Gleisen da, ne? Ist auch nicht schön. Wir müssen mit den Gleisen hier aufpassen. Wir sind ja noch, da sind ja noch Gleise, die rauskommen, die jetzt nach links abgehen müssten. Vielleicht müssen wir die auch nochmal umbauen, dass wir die Gleise hier direkt dran vorbei schicken. So, so vielleicht. Das so ein bisschen hinzukriegen. Ist dann nicht ganz gerade, aber manchmal ist das dann halt auch nicht ganz gerade. Kriegen wir das so hin? Geht. Von der Seite auch. Das würde auch gehen, aber nee, das ist noch nicht die Endlösung. Das ist noch nicht die Lösung, die wir am Ende haben. Wir brauchen da irgendwie eine andere Lösung. Da müssen wir uns nochmal was überlegen. Ja, Steigung zu groß. Warum ist denn jetzt hier die Steigung zu groß? Das ist doch Quatsch. Das ist ein bisschen anders gestalten noch. Vielleicht können wir sogar wirklich hier die zweispurige Straße so rausgehen lassen. Ja, okay. Da hätte ich fast gesagt, dass wir hier dann so in der Mitte noch das. Ich weiß nicht, das Parkhaus ist relativ groß, ob das da reinpasst. Keine Ahnung. Müssten wir schauen. Wahrscheinlich eher nicht. Da müssten wir eventuell wieder improvisieren mit dem Parkhaus. Wirklich gerade ist es nicht, ne? Muss man schon dazu sagen. Es ist nicht so wirklich das geworden, was ich mir vorgestellt habe. Also ungefähr von dem Stil her. Obwohl, wenn man ein bisschen was macht. Ich
Ich weiß nicht, wie pingelig sein will, weil ich sonst, glaube ich, das Gefühl habe, dass wir das gar nicht so gut, dass wir das gar nicht hinkriegen und das wird schwierig, sonst das irgendwie darzustellen. Ja, okay. Und von oben drauf guckt sich das schon so ein bisschen auf Flughafen aus. Jetzt ist natürlich nur das anbieten hier. Autobahn. So, zack. Ja, ist schon eine scharfe Kurve, aber wir müssen. Es geht halt im Moment nicht anders. Okay, gut. Haben wir das Kreuz hier auch? Hier oben, was mir gerade einfällt, hier oben müssten wir eigentlich auch noch was anbinden. Hier muss nämlich auch nochmal ein Autobahndreieck eigentlich hin Richtung Hamburg an der A10. Für die A24 ist es, glaube ich, Richtung Hamburg. Die wir auf jeden Fall nachbauen. Auf der Strecke, wo es das Loch gibt. In der Autobahn, wo die Autobahn abgesackt ist im Moor. Da werde ich mir vielleicht auch noch was Witziges zu ausdenken, ob ich das ein bisschen nachbaue. Mal gucken. So, gehen wir nach links. Und dann noch setzen wir noch mal hier an. Würde das passen, wenn wir so hier dran vorbeigehen? Und dann müssten wir allerdings hier rüber. Okay, das ist ja hier dann die Ringbahn für die S-Bahn-Ringbahn. Wir bräuchten eigentlich hier auch einen Bahnhof. Bahnhof Dingsbums. Bahnhof Schönefeld und den anderen Bahnhof würde ich ganz gerne auch nochmal setzen. Den würde ich allerdings in eine andere Richtung setzen. Und zwar wollen wir den vielleicht hier setzen. Wäre so meine Idee. So, was hatten wir? 8 Gleise oder so? Relativ viele, glaube ich. Sechs, machen wir 6 Gleise oder sowas da. Hier waren es, glaube ich, nicht dran, glaube ich, 6 Gleise, der unterirdische Bahnhof. So. Machen wir einen schönen, können wir ein bisschen, ja, von der Tiefe wird es hoffentlich erstmal reichen. Können wir den hier so ansetzen? Wir müssen jetzt schon ein bisschen mittiger ansetzen, dass es auch passt. Dann müssen wir natürlich nochmal überarbeiten. So, komm her. 6 Gleise hatte ich gesagt. Länge 240 Meter, damit die auch Fernzüge halten können. So, 240 würde schon reichen. Wenn wir hier eine Kurve machen wollen und die dann da hier wieder rauffahren sollen, mit auf diese Strecke können, so, dann sollten 240 Meter reichen. Obwohl, wir können eigentlich 320 machen. Ich weiß nicht, ob wir da unten IC1 halten werden lassen. Halten. Das ist der einzige Zug, der diese Länge braucht. Wir machen trotzdem mal die. Ah, ich. Nee, ich finde ich da zu lang. Lass uns 420 nehmen. 240 nehmen, so rum. Dann passt das. So, perfekt. Und dann können wir hier nochmal weiter die Straße wieder anbinden. So, perfekt. So, guck mal einer an. Dann haben wir hier direkt den einen Flughafenbahnhof, der moderne Flughafenbahnhof. Und Schönefeld als Flughafen werden wir jetzt nicht nochmal bauen, der würde jetzt eigentlich hier vorliegen und so. Deswegen werde ich Bahnhof Schönefeld für die S-Bahn wahrscheinlich auch nochmal hier hinstellen. Da schaue ich mal eben, weil der eigentlich liegt der Schönefelder eigentlich ganz anders, der S-Bahnhof Flughafen Schönefeld. Aber den könnten wir eigentlich ganz gut. Ich gucke gerade nochmal auf der Map. Den könnten wir ganz kurz hier wirklich hier irgendwie hinsetzen, hätte ich jetzt gedacht. Wir können hier leider nicht ansetzen, ne? Da hätten wir einen falschen Flughafen. Weil manchmal Flughafen konnte man hier so ansetzen, dass die Leute hier auch rüberlaufen können. Das war ganz praktisch. So, den können wir so daneben setzen, würde ich sagen. Was nehmen wir dafür ein? Was hat denn hier Flughafen Schönefeld für einen Bahnhof? Dazu mal einen Regionalbahnhof mit so ein paar Links darüber. Okay. Dann lass uns mal da sowas nehmen hier.
Vielleicht sogar so, weil das Gebäude ganz gut passt. Haben wir es? Ein ganz normaler Standardbahnhof. Und der hat ja mehr zwei Gleise, ne? Das ist trotzdem mal dem an dem. Vier Gleise würde ich sagen. Obwohl, eigentlich brauchen wir nur zwei, ne? Für S-Bahn. Ist ja nur S-Bahn, der da hält. Oder? Nee, ist auch Regionalbahn normalerweise. Hält ja auch. Was hält denn da noch so? RE7, S9, RB, RB22, RB24. Ja, da hält einiges. Dann lass uns mal zumindest vier Gleise nehmen. Ja, wir brauchen 160 aber eigentlich nur. Für die 42 finde ich dann wieder zu viel hier für den Regionalbahnhof. Das geht da nicht, das anzuschließen, das fände ich am coolsten. Dann könnte man hier so hinbauen, ja. Wir könnten dann hier so eine Straße noch anbinden. Das machen wir doch. Hier noch so eine Straße nebenbauen. So, kleine Straße, vielleicht die sogar. Ja, die ist passend. Zum eigentlichen Flughafen dann hier. Können wir das hier irgendwie anschließen? Das wäre natürlich cool. War auch nicht möglich, warum? Oder wir. Ne, wir können das doch auch. Ne, können wir nicht hier anschließen, fällt mir gerade auf. Geht ja nicht. So, guck mal, geht doch. Das habe ich doch gesagt gesucht, dass das irgendwie möglich ist. So, sehr schön. Sind ja allerdings nicht ganz eben. Ich hoffe, dass wir das ein bisschen, dass das nicht so auffällt. Wie gesagt, hier hinten kommen da eigentlich noch ein Parkhaus in der Mitte. Gucken, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall kommen wir noch Parkplätze überall hin. Dass wir richtig große Parkplätze haben. Und das wäre eigentlich so ein Offscreen-Ding, hier so richtige Parkplätze zu bauen und sowas. Sonst, so länger ist betrachtet, finde ich den Flughafen gar nicht so schlecht. Hier ist ein bisschen unlogisch, dass normalerweise sollten hier so die, dass die Leute hier zusteigen können und so. Das ist auch nicht, kriegen wir wahrscheinlich auch nicht gerade hin hier. Vielleicht kriegen wir es nochmal, müssen wir nochmal Offscreen-Ding, dass ich das nochmal ein bisschen gerade hinkriege. Sonst gar nicht so schlecht. Ja, hier ist die S-Bahn. Ich überlege, ob ich eine S-Bahn pendeln lasse halt von Schönefeld Flughafen. Zumindest schon mal, dass die Leute schon mal in den Flughafen, zum Flughafen kommen. Oder eine Regionalbahn pendeln lasse. Dass wir hier rausgehen und dann hier rüber und dann... Ja, das könnten wir auf jeden Fall schon mal machen. So... Wollen wir hier runter durch? Wäre am sinnvollsten, ne? Dann hier runter durch und dann da schon mal runter gehen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So. Lassen wir eine Regionalbahn da runter pendeln. Auch wenn die vielleicht ein bisschen erfunden ist jetzt hier. Ganz einfach, damit die Leute zum Flughafen kommen. Und damit wir vielleicht eine Regionalbahnanbindung auch mal... hier Potsdamer Platz haben. Wir werden das später nochmal überarbeiten, dass wir die Originalstrecken da bauen, Originalzüge bauen, wieder fahren. Aber im Moment, wie gesagt, die Originalzüge hier unterirdisch in BWI wäre eh kompliziert, der gibt es ja noch gar nicht, bekannterweise. Der ist ja, was haben sie gesagt, 2020 soll der jetzt eröffnet werden und selbst dieser Termin ist irgendwie in Gefahr. Also wir sind da mindestens 2 Jahre voraus. Wahrscheinlich 5 oder 10 oder 25. Oder Flughafen wird wieder abgerissen. Gab es ja wirklich Überlegungen. So. Ja, können wir so machen? Ja, können wir so machen, finde ich. Was haben wir denn für Tunnelportal? Eigentlich so modern, das ist cool. Ja, okay. Sehr gut. Würde ich sagen, machen wir irgendwie vielleicht den hier noch so. Binden das hier so an. Das könnte man noch gut machen. Können wir eine Kreuzweiche unter dich machen? Eigentlich müsste das gehen, ne? Nee, oder auch nicht. Schade. Das wäre echt cool. Hier können wir ja Weichen andrücken. Oder auch nicht. Wie ging das mit den Kreuzweichen? Ich muss ja doch eigentlich nur da drauf drücken auf die Eisenbahnkreuzung hier. Verstehe ich gerade nicht. Was mache ich jetzt schon wieder falsch? Bin ich gerade echt zu blöd für Transportfieber? Jetzt müsste es doch gehen. Jetzt kommen wir nur unterirdisch da nicht ran, ne?
wir kommen nicht dran. Ja, wir können keine Kreuzweichen unterirdisch bauen. Schade. Das geht nicht. Das heißt, wir müssten eigentlich oberirdisch jetzt schon die Kreuzweiche bauen für den Bahnhof.